Mofa-Rocker. Mit 40 km/h haben heute knapp 30 Männer und Frauen ihre Fahrt Richtung Schwarzwald angetreten. Heute startete die viertägige Tour in Stuttgart-Stammheim. Regelmäßig macht die Mofa-Gang Mofa Rocks eine gemeinsame Ausfahrt, um die Landschaft zu genießen und um noch einmal das Gefühl ihrer Jugend zu erleben. Bei den Mofa-Rockern steht neben dem Spaß auch das Spenden im Vordergrund. Das gesammelte Geld in Höhe von 1.300 Euro geht dieses Jahr an die Schwäbische Tafel.